Gut. Wir haben gerade mal einen neuen Zauber mit Talisa erhalten. Ah, jetzt stimmen ihre Werte übrigens wieder. Ich muss mal gerade gucken, wo ist der göttliche Macht? Seine Kottern als verwerten seine Stärke, Konstitution für je drei Erfahrungsstufen um jeweils 1 erhöht. Zwischen Stufe 4 erhöht wird. Ah, cool, weil wir jetzt Stufe 6 sind. Nee. Moment mal. Achso, wir können das erst ab Stufe 3, oder? Stufe 2. Mit diesem Zauber wird als Folge werden seine Stärke konzentriert. Je 3 Erfahrungsstufen um jeweils 1 erhöht. Beim Priester der 3. Stufe würden diese Fähigkeit demnach um 1 erhöht, während die eines Priesters der 12. um 4 erhöht werden. Ah ja, das heißt, erst ab der 3. Stufe zählt das. Okay, wir konnten das, glaube ich, auch erst ab der 3. Stufe. Aber da wir jetzt Stufe 6 sind, kriegen wir 2 Punkte pro. Ja? Wenn ihr wünscht, aber ich bin kein besonders guter Anführer. Nein. Ich bin die geborene Führung. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Das ist übrigens auch cool. Je nachdem, wie man als Anführer betitelt, sagen die irgendwelche Sätze. Magie ist schon beeindruckend. Doch jetzt übernimmt mir die Führung. Schwerter für alle! Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Ihr hättet keine bessere Wahl treffen können. Nein, doch. Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Du bist ja doof! Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Und du? Eine weise Entscheidung, den Weiseren zu wählen. Nein. Ich bin die geborene Führungspersönlichkeit. Jetzt hat Talisa oft genug gesagt, das glauben wir sie auch. Gut. Feuerweinbrücke ist damit jedenfalls die Außenwelt abgeschlossen. Als nächstes kommen die Ruinen unter der Feuerweinbrücke. Also der lustige Part. Das heißt, wir bewegen uns mal hier hin. Ich guck währenddessen mal, wer noch Heilzauber hat. Du nicht. Du auch nicht. Ja. Wie viele Heiltränke haben wir noch? Viel zu viele. Wobei wir noch genug Heiltränke brauchen werden. Also ist es vernünftig, welche mitzuschleppen. Sieht so aus, als wollen Minsk und Dünner hier mal ein Minütchen alleine sein. Kann man denen nicht verübeln, wenn sie die ganze Zeit die anderen 4 auf der Pelle haben. So, Minsk und Dünner hier kommen auch noch. Ja? Was wollt ihr? Und ich glaube, wir brauchen für den Dungeon eine andere Formation. Nämlich diese hier. Nichts leichter als das. Genau. So, jetzt wird aber erstmal. Stellt ihr euch erstmal so rum auf. Quick Save. Da wird eine Minute gerastet. Einen Augenblick gerastet. So viel dazu. Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Okay, die Untoten sind ruhelos. Ja, beinahe unter meiner Würde. Hat ja schon mal was gebracht. So, noch ein Versuch. Ganz ehrlich. Das wird lächerlich gerade. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ich bin schon. Nein, nein, Dina, hier. Du bist schon recht. Beinahe unter meiner Würde. Tötet einfach alles. Ich hab genug davon.
So, die beiden fehlen noch. Ja. Ihr könnt sie ruhig hauen. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Es sind zwar immer 10 Erfahrungspunkte pro Zombie und das waren garantiert mal wieder 10 Stück. Das sind also 100 Erfahrungspunkte. Aber trotzdem. Ah, endlich. So. Was? Du heilst Khalid. Du heilst dich erstmal selber. Ja. Du heilst wieder Khalid. Steht zu eurem Dienst. Du heilst Minsk. Jetzt kommen da wieder Kobolde. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Euer Leben liegt in meinem ganzen Herzen bei der Sache. So. Du solltest eigentlich die erstmal verschleudern. Beinahe unter meiner Würde. Na, noch mehr Kobolde. Wir sind wirklich nicht im ganzen Herzen bei der Sache. Ja. Viel zu viele Kobolde hier zur Zeit. Meine Kriege aus drei Stützen. Die haben sich wirklich hier gut eingenistet, die Viecher. Wir können nerven wie Sau. Das Problem ist halt, wir sollten in der Feuerfeindbrücke unten nicht rasten. So, Khalid heilen. Minsk heilen. Du identifizier mal. Schurkengruppe. Nee. Brauchst du nicht unbedingt. Kettenhemd plus 2. Bringt dir das was? Abgesehen davon, dass du es nicht anlegen kannst. Wegen dieses Rings. Achso, falsch, wegen dieser Halskette. Würde dir besseres Gewicht bringen. Aber ansonsten nix. Also bringt dir das nichts. Gut. Kannst du den Trank zurückgeben? Handschuhe der Waffenkunst. Handschuhe der Spezialisierung, Vermächtnis der Meister. Diese Handschuhe waren besonders bei jungen Kriegern sehr beliebt und gehörten einst der Königsfamilie von Treskel. Von diesen Handschuhen wurde ein Teil der legendären Fähigkeiten des Prinzen übertragen und sie verliehen dem Träger die Fähigkeit zum Umgang mit allen Nahkampfwaffen. Jedoch fanden die meisten ihrer früheren Besitzer ein blutiges Ende. Die Handschuhe versehen ihren Träger zwar mit den aus Erfahrung gewonnenen Fähigkeiten, jedoch nicht mit der daraus gewonnenen Weisheit. ETW plus 1, Schaden plus 2. Wir hatten zurzeit den schlechtesten ETW, Talisa eigentlich. Und Minsk hat eh ein gutes Schwert, was Schaden macht, also kriegt Talisa das Ding. Das macht ETW, Gewicht 1, das ist verkraftbar. Und der Stab der magischen Geschosse. Für Eboen. Gut. Identifizierung abgeschlossen, Inventar etwas leerer. Dieses Inventar viel zu voll. Na gut. Du kannst jetzt wieder die verlernen. So, noch ein Quick Save. Nochmal rasten versuchen. In dieser Nacht beherrscht Blut eure Träume. Oh. Wobei es sich nicht um Blut an einer Klinge oder euren Händen handelt, sondern um einen reißenden roten Strom, der sich seinen Weg durch die Reiche bahnt. Eine Flut, die sich über Felder und Wälder erstreckt. Ein Meer aus Blut, das euch bis an den Rand der Welt schwemmt und ins Nichts abzufließen droht. Dieses Blut wirkt sehr furchteinflößend. Mit ungeheurer Kraft schwemmt es alles davon, was versucht, Widerstand zu leisten. Es ist wie ein Monster, das sich durch nichts aufhalten lässt. Könnte man von oben einen Blick darauf werfen, würde es scheinbar die ganze Welt mit seiner rötlich-schwarzen Umklammerung bedecken. Solch ein luftiger Aussichtspunkt ist euch jedoch nicht vergönnt. Ihr befindet euch inmitten der Überschwemmung und könnt sehen, dass sich das Blut nicht in seiner Ganzheit fortbewegt,
sondern voller Ströme, Strudel und Unterströmungen ist. Befindet man sich gerade in einer ruhigen Zone, bleibt einem ein kurzer Moment zum Atmen, während man jedoch im wilden Strudel das Gefühl hat, auseinandergerissen zu werden. Doch letztendlich scheint der Blutstrom ziellos umherzufließen und keinen rechten Antriebswillen zu besitzen. Eine Eigenschaft, die euch selbst im Überfluss zuteil ist. Ihr mögt zwar in seiner Mitte gefangen sein, doch wenn ihr genügend Entschlusskraft hättet, könnte sich euch eine Überlebenschance bieten. Euch stehen noch verschiedene Möglichkeiten offen und es müssen noch Entscheidungen getroffen werden. Als sich die Flut ihren Weg vorwärts bahnt, steuert ihr in eure eigene Richtung. Auf einem Schiff, das auf den Namen Beharrlichkeit getauft wurde und dessen Segel aus Entschlossenheit gemacht sind. Eine plötzliche Welle treibt euch wie beabsichtigt von eurem Kurs ab. Scheinbar besitzt die Flut doch einen eigenen Willen und konnte es nicht länger ertragen, dass ihr den Ritt auf ihrem Rücken offensichtlich genossen habt. Ein ziemlich gruseliger Traum, wenn ihr mich fragt. Flüsse aus Blut. Ja? Mich kümmert's nicht. Wieder ein halbes Dutzend Zombies. Ich hab genug davon. Immerhin. Wann habe ich dir gesagt, dass du die Waffe wechseln sollst? Jetzt hört er dich auf, mich zu nerven. Was zur Hölle? Was? Nein. Vergiss es. So. Nichts leichter als das. Es ist Tag. Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja? Jetzt. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Gehen wir einfach in den Untergrund, so. Gut. Was? Dann nerven uns die Gegner von draußen schon mal nicht mehr. Werde ich noch mal Kali teile? Ja, gut. Und sie gar nicht hier verteilen. Ja, so gut wie erledigt. So. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Okay. Du bist ja ein komischer. Ich hab genug davon. Kann ich? Ich tu mein Bestes. Jetzt brauche ich immerhin vorne. So gut wie erledigt. Ich tu mein Bestes. Was denn? Ich verschwinde jetzt. Eure Dien, wie ihr wünscht. Wenn niemand besser geeignet ist. Ja, Khalid, lass immerhin vorbei. Denn ich verschwinde jetzt. Und hör auf, dich zu beschweren. Wow. Ja. Au. Nichts leichter als das. Dem einen blöden Kobold-Kommando bockt sich. Au. Was sind ein paar mehr Kobold-Kommandos? Mich kümmert's nicht. Denn ich verschwinde jetzt. So, Minz kämpft mal von hinten. Und ihr seht schon, eng verwinkelt. Was wollt ihr denn? Ich verschwinde jetzt. So. Noch mehr? Ja, ich hab genug davon. Oh. Ja, gut. Und wir haben nicht genug Platz, dass alle richtig kämpfen können. Ich kümmere mich nicht. Diese Gruppe ist außerordentlich vielversprechend. So. Jetzt können wir hier Feuerpfeile einsammeln. Wenigstens etwas Positives an der ganzen Misere. Und den da kriegt keiner tot. So. Was wollt ihr? Dann versammeln sich mal alle. Ja. Unter meiner Würde. Denn ich verschwinde jetzt. Und dem Moment tastet sich genau langsam vor und entschärft Fallen, die sie findet. Weil das ist das Garstige. Die Kobolde hier können verdammt schnell respawnen. Was? Beinahe unter meiner Würde. Was wollt ihr? Ich hab genug davon.
an bestimmten Spawnpunkten. Wir spawnen nämlich die Kobolde. Und hier ist alles in den engen Gängen mit Fallen gespickt. Unter meiner Würde. Ja? Hier lang. Ja, da ist der große Kampfraum. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. So. Ihr braucht meinen, wenn niemand besser geeignet ist.